Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Komponenten und Faktoren, die ein Tischtennisspieler besonders häufig trainieren sollte, damit er schnell erfolgreich wird. Tischtennis ist ein sehr komplexer Sport und dadurch können wir nicht immer alles gleichzeitig trainieren, geschweige denn alles in eine Trainingseinheit hineinpacken, und das müssen wir zum Glück auch nicht. Aufgrund von einigen Regelveränderungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten kommt es dazu, dass der Tischtennissport immer athletischer geworden ist. Das heißt, die konditionellen Fähigkeiten spielen eine immer größere Rolle. Zu den Regelveränderungen gehören zum Beispiel das Frischklebeverbot, das das Spiel deutlich langsamer gemacht hat. Der Umstieg vom 38 auf den 40 mm Ball hat ebenso einen Effekt, dass das Spiel langsamer wurde. Und auch jetzt der Wandel von Zelluloidball zum Plastikball macht das Spiel auch etwas rotationsärmer und auch etwas langsamer. Teilweise wurde das natürlich durch bessere Materialien wie schnellere Beläge oder bessere Hölzer kompensiert, aber der Trend geht dahin, dass die Ballwechsel immer länger werden. Im Durchschnitt dauert ein Ballwechsel übrigens 3 bis 6 Sekunden und die werden tendenziell eher länger als kürzer. Deshalb der verstärkte Fokus auf die konditionellen Fähigkeiten. Und ich denke, da haben viele Spieler definitiv noch Potenzial nach oben. Was heißt das jetzt für uns Tischtennisspieler? Sollten wir wieder in den Wald gehen, unsere Waldläufe absolvieren und zig Kilometer abspulen, um dann erschöpft in der Ecke zu liegen? Ich denke nicht. Wir sollten das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Die konditionellen Fähigkeiten sind dementsprechend nur ein wichtiger Punkt, um erfolgreich Tischtennis spielen zu können. Zu den konditionellen Fähigkeiten gehört die Kraft, die Ausdauer, die Beweglichkeit und die Schnelligkeit. Natürlich ist es sinnvoll, eine gewisse Ausdauerleistungsfähigkeit zu haben, denn bei langen Turnieren, ihr kennt das vielleicht, wo 7, 8, 9 Spiele hintereinander über den Tag verteilt durchgeführt werden müssen, kann am Ende natürlich nur der gewinnen, der eine gute Ausdauer hat und über einen langen Zeitraum die Konzentration hochhalten kann. Wir sollten das Ganze aber etwas differenzierter betrachten. Nur weil jemand eine gute Ausdauerleistungsfähigkeit hat, zum Beispiel ein Marathonläufer oder jemand, der 10, 20, 30 Kilometer joggen kann, heißt das nicht, dass er entsprechend gut im Tischtennis ist. Aber wie gesagt, eine gewisse Ausdauerleistungsfähigkeit muss natürlich vorhanden sein, um einen langen Turniertag zu überstehen. Gerade bei Ausdauersportlern, die zusätzlich auch noch Tischtennis spielen, sieht man oft, dass sie eigentlich sehr langsam am Tisch sind. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, hier die Schnelligkeit zusätzlich zu trainieren. Schnelligkeit trainieren wir dadurch, dass wir immer 90 bis 100% der maximalen Intensität geben. Das heißt, wir geben bei einem kurzen Sprint Vollgas. Wir machen kurze, schnelle, wendige Bewegungen mit Richtungswechseln. Seid da auch kreativ. Auch im Internet findet man extrem viele Schnelligkeitsübungen, auch aus anderen Sportarten. Wendet diese einfach an und probiert sie aus. Ja? Wir sollten immer Vollgas geben, 90 bis 100% der maximal möglichen Intensität. Das Ganze wird im Anaerob-Alaktazin-Bereich trainiert. Das heißt, es entsteht auch noch kein Laktat, weil wir die Schnelligkeit auch immer in kurzen Intervallen trainieren. Ja, Tischtennis ist ja auch eine intervallartige Sportart. Wir haben immer wieder einen Ballwechsel, wo wir eine hohe Intensität haben, von 3 bis 6 Sekunden circa. Und dann haben wir, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden Pause in Anführungsstrichen, wo wir den Ball holen können, wo wir uns auf den Aufschlag vorbereiten. Und dementsprechend haben wir immer wieder kurze Belastungshöhepunkte und dann wieder quasi ein paar Sekunden Pause. Und so sollte das auch im Schnelligkeitstraining trainiert werden. Immer wieder durch kurze Pausen bzw. durch kurze Belastungshöhepunkte, wo wir 3 bis 6 Sekunden vielleicht auch Schnelligkeit trainieren, dann wieder eine kurze Pause, dann der nächste Durchgang. Wieder Vollgas geben und dann wieder eine kurze Pause. So sollte auch das Schnelligkeitstraining aussehen. So, weiterhin zu den konditionellen Fähigkeiten gehören noch die Kraft und die Beweglichkeit. Wenn man sich Tischtennisspieler anguckt, sind sie in der Regel eher schmächtig oder schmal. Sie haben keine besonders dicken Arme, keine besonders dicken Beine. Und deshalb sollte man vielleicht meinen, dass Kraft eine eher untergeordnete Rolle spielt.
Trotzdem möchte ich ein bisschen darauf eingehen, denn Kraft spielt auch im Tischtennis eine gewisse Rolle. Wir brauchen starke Beine, starke Oberschenkel, um uns möglichst kraftvoll und möglichst schnell abdrucken zu können, um verschiedenste Bälle noch zu erreichen. Wenn man sich die Chinesen anschaut, sieht man auch, dass sie extrem starke Oberschenkel haben. Gerade in ihrem athletischen Spiel, in ihrem vorhanddominanten Spiel, wo sie auch sehr viele weite Wege gehen müssen, sind starke Beine natürlich von Vorteil. Außerdem brauchen wir viel Kraft in der Rumpfmuskulatur und in der Bauchmuskulatur. Wenn wir die ständigen Schläge immer wieder kraftvoll durchführen, müssen wir natürlich auch den Körper immer wieder schnell abfangen, damit wir nicht wild in der Gegend rumwackeln, ja, sondern möglichst stabil stehen. Und nach einem Schlag, wenn wir Vorhand Topspin ziehen, mit dem Bauch alles abfangen und möglichst stabil stehen und nicht noch irgendwo hier groß weiter drehen. Die Beweglichkeit, Flexibilität, wie auch immer man das nennen möchte, spielt im Tischtennis eher eine untergeordnete Rolle. Ja, klar ist ein gewisses Mindestmaß an Beweglichkeit natürlich von Vorteil, um vielleicht weite Bälle in die weite Vorhand oder weite Rückhand noch irgendwie zu erreichen oder wenn wir den Ball auf den Ellbogen gespielt bekommen, um uns hier mit dem Oberkörper zu verbringen, um dann noch Topspin spielen zu können, ist eine gute Beweglichkeit natürlich von Vorteil, aber meiner Einschätzung nach im Vergleich zu Schnelligkeit und Kraft vor allem spielt es eher eine untergeordnete Rolle. Bei den Profis ist es teilweise schon anders, wenn man da Bilder und Videos sieht, wie sie sich teilweise extremsten Gelenkwinkelpositionen aussetzen, vor allem im Bein- und Rumpfbereich. Da mag es vielleicht eine etwas höhere Rolle spielen, aber lange nicht so entscheidend wie Schnelligkeit und Kraft. Ihr habt es sicherlich schon bemerkt, diese Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit sind nicht losgelöst voneinander zu betrachten, sondern sind teilweise auch abhängig voneinander. Es gibt zum Beispiel starke Verbindungen zwischen Kraft und Schnelligkeit. Schaut man sich Sprinter an, sind sie zwar extrem schnell, haben aber auch ordentliche Muskelpakete an ihren Oberschenkeln. Wenn wir einen Bodybuilder als Beispiel nehmen oder einen Kraft-Dreikämpfer, der hat vielleicht eine hohe Kraft, ist aber lange noch nicht schnell. Das heißt, beide Komponenten müssen trainiert werden. Anderes Beispiel, nehmen wir einen Marathonläufer, der eine sehr gut ausgeprägte Ausdauerleistungsfähigkeit hat. Das heißt nicht, dass er auch im Tischtennis einen langen Tag gut überstehen kann, weil er diese Ausdauerleistungsfähigkeit hat er zwar im Joggen, aber der Transfer zum Tischtennis ist nicht unbedingt gegeben, weil dort brauchen wir auch eine tischtennisspezifische Ausdauerleistungsfähigkeit. Und so seht ihr, dass diese vier Faktoren sich auch gegenseitig stark beeinflussen können. Dementsprechend ist es am effektivsten, wenn wir überall etwas trainieren. Wenn ich diese vier konditionellen Fähigkeiten priorisieren müsste, würde ich Schnelligkeit definitiv an Nummer 1 setzen. Ich würde es immer trainieren, bei jeder Trainingseinheit. Kraft ebenfalls und Ausdauer und Beweglichkeit kann man besser teilweise abseits von den Trainingseinheiten quasi in extra Trainingseinheiten trainieren. Die konditionellen Fähigkeiten können wir sowohl abseits des Tisches als auch am Tisch trainieren. Bei Profis ist es oft so, dass sie vor der Saison ein paar Wochen Trainingslager wirklich machen, wo sie nur die konditionellen Fähigkeiten wirklich wochenlang bolzen, sprich die Ausdauer und Kraft und die generelle Fitness. Und je näher es an den Saisonstart geht, desto tischtennisspezifischer wird trainiert. Okay, wir haben jetzt gesehen, die konditionellen Fähigkeiten spielen eine gewisse Rolle im Tischtennis. Aber wenn man es genau nimmt, im einzelnen Ballwechsel spielen diese Faktoren eine eher untergeordnete Rolle. Klar müssen wir innerhalb eines Ballwechsels schnell sein und wir müssen uns auch vernünftig abdrücken können. Aber es kommt nicht darauf an, einen möglichst großen und kräftigen Sprung zu machen, sondern einen der Situation angepassten Sprung. Wir müssen möglichst präzise springen, um den Ball vernünftig zu erreichen und nicht möglichst weit springen. Genauso bei der Schnelligkeit. Wir müssen nicht möglichst schnell von Punkt A zu Punkt B gelangen, sondern in der Situation angepasst müssen wir uns auch schnell vielleicht irgendwo wegdrehen können oder schnell wirklich von der Mitte in die Vorhand kommen, um dann vernünftig den Topspin ziehen zu können.
Dementsprechend muss das Ganze vom Gehirn und vom zentralen Nervensystem gesteuert werden und möglichst präzise und differenziert die Muskeln angesprochen werden.